Hey Leute, ich möchte heute die einfachere Version von dem Custom ROM installieren auf dem LG GT540 zeigen, da die meisten mein anderes Video zu kompliziert fanden und jetzt versuche ich euch auf einen einfachen Weg das Ganze zu erklären und ich hoffe auch ein bisschen ausführlicher. Und ja, das wird jetzt aber alles ein bisschen schwieriger, da ich mein Handy gerade nicht da habe. Deswegen kann ich mein Handy auch nicht anschließen, aber ich glaube, es funktioniert auch, ohne dass ich es euch zeigen kann. Und ja, ihr ladet euch jetzt erstmal die Dateien, also den Ordner Fastboot, den REC-Ordner und eine Custom-ROM runter im ZIP-Format. Ich habe hier CM9 Ice Cream Sandwich, da funktioniert zwar die Kamera nicht. Aber das reicht hier jetzt als Test. Ihr könnt auch CM7, also das tue ich euch auch noch in die Beschreibung rein, das könnt ihr auch hernehmen. Und ja, dann fangen wir an und zwar öffnen wir den Fastboot-Ordner und hier füllen wir als erstes LG Windows Mobile USB Driver aus. Hier werden dann die ja, USB-Treiber fürs Handy installiert. Wenn es fertig ist, installiert ihr MSXML. Wenn das wiederum fertig ist, dann könnt ihr die KDZ-FE-Apt-Anwendung ausführen. Hier steht auch nochmal, dass es eigenes Risiko ist, das Programm zu verwenden. Und man soll sich daran erinnern, dass man ein Backup macht am Computer, bevor man irgendwelche Software-Updates ausführt. Und ja, jetzt gehen wir aufs Handy und zwar hier unter Einstellungen, Anwendungen, Entwicklung ein Häkchen bei USB-Debugging setzen. Gut, ihr habt das jetzt getan und schließt so euer Handy an den US ans USB-Kabel an den Computer an. Und ja, nun wählt ihr hier 3GQCT und hier Dirk aus. Dann hier auf den Ordner klicken und was ebenfalls im Fastboot-Ordner drin ist, europlusfast.kdz. Und jetzt auf Launch Software Update. Jetzt zeige ich euch nur schnell, jetzt sollte da gleich dastehen, Phone was not found. Ja, genau, Phone was not found, weil ich es nicht angesteckt habe. Und ja, ihr bei euch sollte das Problem nicht sein, falls hier da steht Waiting for Device oder Phone was not found und ihr habt es trotzdem angesteckt, dann versucht den USB-Port zu wechseln, also USB-Kabel in einen anderen Port anzuschließen. Und dann sollte es weitergehen, solange bis hier unten Finish steht. Also es dauert gut 10 Minuten. Und wenn unten Finish steht, ohne irgendwelche Probleme oder so oder Errors, dann habt ihr erfolgreich den Fastboot Mode draufgeflasht, so wie eine saubere Installation von 2.1 Eclair. Ja, dann können wir den Ordner wieder schließen und jetzt müssen wir den Clockwork Mode Recovery drauf installieren, damit wir unser Custom ROM damit flashen können und wir dann auch noch Backups damit erstellen können. Und ja, gut. Was ihr jetzt macht, ihr schaltet euer Handy erstmal aus und dann kopieren wir diesen REC-Ordner in den lokalen Datenträger C, das habe ich hier schon gemacht. Und jetzt geben wir hier ein CMD und führen das als Administrator aus. Und hier geben wir jetzt ein CD, C Doppelpunkt, Slash REC. Also dieses Slash ist dieses verkehrt herum, das wo man mit Alt groß und dem Fragezeichen oder scharfen S-Taste macht. Enter. Und jetzt seht ihr, wir sind in dem Ordner REC drin. Und von dort aus können wir das Ganze jetzt machen. Und zwar müssen wir folgende Zeile reinkopieren. Genau, die werde ich euch auch in die Beschreibung tun, damit ihr es nicht abschreiben müsst.
Und dann auf. Nein, dann müsst. Genau, ihr habt euer Handy ausgeschaltet. Und jetzt startet ihr es mit gedrückt der Lautstärke-Taste nach unten, Kamerataste und Einschaltknopf, also alle drei, so lange gleichzeitig drücken, bis ein schwarz leuchtender Bildschirm kommt. Also es kommt erst das LG-Logo und dann kommt einfach ein schwarzer Bildschirm, wo es so ein bisschen leuchtet. Wenn nichts weiterkommt, dann könnt ihr wieder loslassen und ihr wisst, dass ihr im Fastboot-Mode drin seid. Gut, ihr seid drin, schließt euer Handy an USB-Kabel an PC und drückt dann Enter. Ja, bei mir steht hier Waiting for Device, da ich es nicht angeschlossen habe, da ich es gerade nicht da habe. Falls ihr es eben angeschlossen habt und trotzdem Waiting for Device da steht, dann wieder den USB-Port wechseln. Das war bei mir auch so. Einfach einen anderen USB-Port anstecken und es geht. Dann sollte hier in der neuen Zeile irgendwann nach ungefähr, keine Ahnung wie lange dauert es, vielleicht 10 Sekunden sowas, C Doppelpunkt slash REC wieder dastehen in der neuen Zeile. Und dann gebt ihr ein Fastboot, also wieder C, nein. Also, dann starte ich das nochmal schnell neu. Ihr seid jetzt quasi in dieser neuen Zeile, die so aussieht. Bei euch sieht es wieder so aus. Ihr habt halt vorher dieses Recovery und dann sieht es bei euch wieder so aus. Und da gebt ihr jetzt ein Fast Boot minus W. Ja, wie gesagt, ich habe hier wieder Waiting for Device. Und ja, dann sollte auch wieder in der neuen Zeile noch gut 5 Sekunden C Doppelpunkt slash REC dastehen. Und dann können wir C MD wieder schließen. So, jetzt habt ihr das Clockwork Mode Recovery drauf. Und jetzt schaltet ihr euer Handy aus. Ich glaube, das geht jetzt nur, indem ihr den Akku rausnehmt. Da man, glaube ich, vom Fastboot Mode aus nicht ausschalten kann. Also Deckel ab, Akku rausnehmen, Akku wieder rein und nun mit gedrückter Home-Taste einschalten. Also beide Knöpfe, Home-Taste und Aus-Einschaltknopf, beide Tasten so lange gedrückt halten, bis ihr in dem Clockwork Mode Recovery drin seid. Das ist so ein Hut, ja, so ein schwarzer Hut. Das ist dann auch so ein oranges Menü. Und das braucht ihr eben, um dann eure Custom-ROM zu, ja, draufzuladen. Gut. Ich habe vergessen, dass ihr vorher die Custom-ROM auf die Speicherkarte zieht. Jetzt seid ihr quasi in dem Clockwork-Mode drin. Ihr könnt navigieren, also rauf oder runter mit den Lauter- und Leiser-Taste und mit der Anruftaste bestätigt ihr. So, jetzt geht ihr einfach auf Reboot System oder Reboot System Now, gleich das erste, und bestätigt das. Dann startet sich das Handy neu. Und jetzt, wie sich es neu gestartet hat, könnt ihr das Häkchen wieder bei USB Debugging rausmachen. Und schließt es an euren Computer an und tut einfach auf die Speicherkarte das ZIP-Archiv hier einfach so auf die Speicherkarte kopieren. Und dann, wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr es wieder ausschalten und dann wieder in den Recovery-Modus starten. Und dann müsst ihr auf Install ZIP from SD-Card gehen. Und dort dann, das sollte, was war das? Das sollte dann, glaube ich, als zweiter Punkt dastehen, dass man ein ZIP-Archiv auswählen kann. Also das erste ist irgendwie ZIP, irgendwie SD-Card, Update.zip oder so.
beim zweiten oder beim dritten, ich glaube es war beim zweiten, steht da, dass man halt ein ZIP-Archiv auswählen soll. Das bestätigt man dann. Und dann sucht man eben auch wieder mit der lauter leise Taste so lang seine Speicherkarte auf dem Handy, bis man zu seinem ZIP-Archiv kommt. Und das bestätigt man dann wieder mit der Anruftaste. Und dann wird es installiert. Und ihr könnt das System entweder neu starten oder ausschalten. Und was vielleicht jetzt so ist, dass es dann, wenn die Sprache auf Russisch oder sonstiges ist, irgendeine andere Sprache, auf jeden Fall kein Deutsch, dann müsst ihr wieder in den Recovery-Modus starten und dieses Wipe Reset oder Full Reset Wipe Data Reset oder so wie es heißt, da müsst ihr drauf gehen und dann auf Yes Delete All User Data. Und dann warten, bis fertig ist und dann sollte das Ganze wieder auf Deutsch sein. Also ich hoffe, dass ich hier alles erklärt habe, was man erklären kann. Und ja, ihr könnt mich natürlich fragen. Ich versuche zu antworten. Ja, ich hoffe, es war jetzt auch nicht zu so kompliziert für euch. Und dann sage ich ciao.